Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als letzter Redner muss ich feststellen, dass wir uns bei vielen Dingen, ob Opposition oder hier auch bei uns in der Koalition, dass wir uns jetzt ziemlich einig sind. Und ich glaube, wir sind uns vor allem einig, dass es in dieser Legislaturperiode viele Verbesserungen für pflegebedürftige Menschen, für ihre Angehörigen, aber auch für die Pflegekräfte gegeben hat. Ich glaube auch, dass wir uns einig sind, dass das erste Pflegestärkungsgesetz, wo wir die Leistungen der Pflegeversicherung deutlich ausgeweitet haben und auch passgenauer gemacht haben, und dass wir im zweiten Pflegestärkungsgesetz, wo ja das Kernstück der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff war, dass diese Dinge gut sind, dass sie richtig sind, und dass wir heute mit diesem dritten Pflegestärkungsgesetz, welches wir hier diskutieren, nun auch die neue Pflegebedürftigkeit auch in die Sozialhilfe mit einführen. Damit stellen wir sicher, dass künftig auch finanziell schlechter gestellte Menschen pflegerische Leistungen nach diesen verbesserten Voraussetzungen erhalten. Diese Ausweitung ist alles andere als trivial, sondern stellt eine weitreichende sozialpolitische Errungenschaft dar. Und wir haben von Abrechnungsbetrug vorher schon gesprochen. Ich möchte das nicht alles wiederholen. Aber es ist auch neu in diesem Gesetz, dass ein systematisches Prüfrecht durch die Krankenkassen auch im Bereich der häuslichen Krankenpflege gegeben ist. Und der medizinische Dienst der Krankenkassen kann und soll auch hier künftig regelmäßig die Qualität und die Abrechnung von Leistungserbringern kontrollieren. Und damit stellen wir sicher, dass die Beitragsgelder der Versicherten auch dort ankommen, wo sie hingehören, weil wir eben kein Selbstbedienungsladen sind. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, für mich sind hier auch noch drei weitere Punkte bedenkenswert. Erstens, das Prüfrecht darf nicht einfach dadurch unterwandert werden können, indem Betroffene dazu gebracht werden, die Einwilligung der Datenweitergabe zu verweigern. Zweitens, wir sollten darüber nachdenken, ob wir nicht ein in gleicher Weise gestaltetes Prüfrecht durch die Träger der Sozialhilfe vielleicht sogar ermöglichen. Und drittens, die Zulassungsvoraussetzungen für die Gründung von Pflegediensten müssen wir hier verschärfen. Und ich möchte dem auch schon vorwirken, dass man hier gleich wieder sagt, ja, um Gottes Willen, man wäre gegen Investitionen oder gegen Innovationen oder was wir da vorhaben. Ich kann Ihnen nur eins sagen, es ist einfach unanständig, wenn Betreiber, denen bereits einschlägige Betrugsdelikte nachgewiesen wurden, einfach unter einem neuen, anderen Namen hier wieder Dienste anbieten. Das ist ein Etikettenschwindel und den bekämpfen wir. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein weiteres Anliegen dieses Gesetzes ist es, die Pflegeberatung in Deutschland noch besser verfügbar zu machen. Herr Schaffenberg hat das ausgeführt, dass hier die Kommunen unsere Spezialisten vor Ort sind. Das sehen wir genauso. Es ist ein Anfang mit diesen 60 Modellkommunen und Modellvorhaben. Das Ganze wird ordentlich evaluiert und dann sehen wir auf jeden Fall auch weiter. Wichtig ist, dass in diesem Evaluierungsprozess die Länder sich natürlich auch mit einbringen, dass man diese Möglichkeiten nutzt. Und wir werden auch sehen, inwieweit echte Verbesserungen dann in der Beratung der Betroffenen ankommen. Von Betroffenen sowie von verschiedenen Organisationen und Verbänden wurde ich auch auf Befürchtungen aufmerksam gemacht. Das heute diskutierte Gesetz führe im Verbund mit dem Bundesteilhabegesetz zu Nachteilen an den Schnittstellen zwischen Pflegeversicherung, Hilfe zur Pflege sowie Eingliederungshilfe. Diese Hinweise nehmen wir sehr ernst, und laut Gesetzentwurf sollen die Leistungen der Pflegeversicherung im häuslichen Bereich den Eingliederungsleistungen vorgehen, es sei denn, und das ist wichtig, bei der Leistungserbringung steht die Erfüllung von Aufgaben der Eingliederungshilfe im Vordergrund. Im weiteren gesetzgeberischen Verfahren wird zu klären sein, ob der Blick auf das Ziel der pflegerischen Leistung, Eingliederung oder Pflege, ein ausreichendes Unterschiedsmerkmal darstellt. Entscheidend, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das möchte ich zum Schluss noch mal klar zum Ausdruck bringen, ist für mich in diesem Zusammenhang folgender Gedanke. Wir regeln, dass die betroffenen Menschen, also die Leistungsempfänger, keinen eigenen Abstimmungsaufwand zu betreiben haben. Die Abstimmungen zwischen der Pflegeversicherung und den Sozialhilfeträgern werden gewissermaßen
einfach geräuschlos ablaufen müssen, somit hinter den Kulissen. Was aber nichts mit mangelnder Transparenz hat, das möchte ich sofort in Richtung Opposition einfach sagen. Denn es ist wichtig, dass neben der verbesserten Beratung es für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen entscheidend ist, dass sie bei der Beantragung keinen übermäßigen bürokratischen Mehraufwand ausgesetzt sind. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke wirklich, wir machen heute den dritten Schritt und wir machen vor allem einen Schritt in die richtige Richtung. Ich freue mich auf konstruktive Diskussionen mit den Pflegebedürftigen, mit den Menschen mit Behinderung aber auch und all diejenigen, die hier Interesse haben, dass wir Verbesserungen schaffen. Herzlichen Dank.